So, und an dieser Stelle, wenn ihr bei mir im Chat bei Twitch guckt, oben seht ihr dann das angepinnte Bracket. Das wird jetzt gespielt. Mit Made oder Random? Also die Free-for-Alls sind Random. Das heißt, alle melden sich an, wir würfeln durch und so wird dann gespielt. So, erstes Team. Scoozy gegen Last Hope. Wir gehen rein in das in die erste Runde. Und hier, Best of Three. Let's go. Ja, nach dem Turnier gibt es noch mehr, genau. Hatte ich vergessen zu sagen. Wir sind jetzt gerade am Start. Wir fangen jetzt an mit dem Tournament. Und ja, ich würde sagen, das dauert jetzt so 2 Stunden. Danach machen wir aber wieder eine Gruppe auf und dann können die Leute wieder reinjoinen. So, meine Damen und Herren, lasst mich euch kurz vorstellen. Wir haben auf der linken Seite haben wir Team Scoozy mit Insane, Kolben und Sydney. Auf der rechten Seite haben wir niemand geringeren als Team Last Hope. Das ist Lycera mit Cassie und Stressblumen. Triple Evoker. Lol. Let's fucking go. Viel Erfolg. Details ändere ich gleich. Sorry. Und es geht hier gleich los. Cassie und Stressblum kriegen hier gleich am Anfang richtig die Hucke voll. Wall Totem hier von Lycera muss gezogen werden. Zusammen mit Healing Tide. Netherwalk auch bei beiden raus. Ach du Scheiße, was war das für ein gewaltiger Opener? Also Triple Evoker und alle mit Nullifying Shroud. Keiner kann gestunt oder CC't werden. Junge, das ist ja wohl richtig ekelhaft. Das ist auch das erste Mal, dass wir das jetzt in diesem Tournament sehen. Wir hatten vorhin auch, als wir die Gruppen ausgelost hatten, hatten wir auch eine Triple Monk-Gruppe. Junge, widerlich, widerlich. Oh, imagine, ich muss als Resto Druid gegen diese Gruppe heilen. Junge, ich kann meine Hots gleich wegschmeißen. Ach du Scheiße, ist das ekelhaft. Also ich glaube, wir haben... Das ist doch Troll hier. Ey, ich glaube, wir haben halt einfach etwas gefunden, was noch ekelhafter ist als DH und Fistweaver. Insane hier, unter 50% live, genauso wie Stressblumen. Ja, jetzt wendet sich so langsam das Blatt. Also der Opener oder der Auftakt war schon ziemlich wild hier, ne? Also muss man ganz klar sagen, das hat sehr, sehr viel Cooldowns gekostet auf der Seite von Lycera. Mittlerweile ist es jetzt wieder ausgeglichen. Jetzt ist natürlich die Frage, weil gleich natürlich die Cooldowns auch von Kolben und Insane wieder ablaufen, bedeutet... Da kommt dann nochmal ein fetter Breath, wahrscheinlich von allen dreien, und dann scheppert's wieder richtig. Die Frage ist, schafft Lycera das dann rechtzeitig, das Wall Totem zu placen? Oder vielleicht den Link, weil Netherwalk ist bei beiden DHs schon raus. Kolben low, Insane low. Jetzt kommt hier aber Damage. Double DH, Double Evoker, Junge, was sehen wir uns hier an? Das ist nicht mehr normal. Und jetzt fliegt hier auch die letzte Darkness. Da kommt der Breath. Und Big Damage hier. Aber Lycera schafft das hier mit dem Healing Tide Totem hier sein Team zu toppen. Wall Totem auch draußen gewesen. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt kommt wieder die Retour, ne? Insane. Low. Und das kostet beide Heiler richtig viel Mana. Spirit Link muss hier gezogen werden. Und die stehen alle auf einem Haufen und hauen sich gegenseitig in die Fresse. Insane! Down! Und Cassie und Stressblumen zusammen mit Lycera holen hier den ersten Win. Nicht schlecht, not bad. Well played. Erster Win geht an Team Last Hope. Und wir gehen gleich rein in die zweite Runde. Best of Three. Und ich muss einmal kurz Details und Keybinds einstellen. Mm-hmm.
Kann ich das nicht irgendwie anheften oder so? Geht das nicht? Na super. Ich habe das Bracket verlinkt. So, ich bin jetzt soweit. Wir gehen rein in die nächste Runde. Matchpoint Team Last Hope. Let's go. So, Team Scoozy hat hier auf jeden Fall eine kleine Änderung gemacht. Wir haben hier Insane wieder vom Evoker auf seinen DK. Den kennen wir bereits schon aus vorangegangenen Matches. Nicht die schlechteste Performance auf dem DK, die er hier abliefert. Aber ich fand es sehr, sehr interessant, wie sich hier Triple Evoker schlägt. So, jetzt stimmt die Punktanzahl auch. Matchpoint hier aber Team Last Hope. So, und wir gehen rein. Insane geht gleich nach vorne hier. Kriegt auch gleich die ersten Kellen ab. Muss hier schon sein Enter-Magic Shield traden zusammen mit dem Wall Totem von Lycera. Wurde aber sofort wieder resettet. Und, ach nee, andersrum. Die sind ja gar nicht in einem Team. Ich laufe schon wieder scheiße. Macht nix. Evo-Kolben, insane. Beide low. Und die beiden DHs preschen hier rein, ne? Also da wird Damage gemacht vom Allerfeinsten. Aber wie ist es halt auch anders zu erwarten von zwei DHs hier? Zone jetzt getradet von insane, um ein bisschen Damage rauszunehmen. Ja, das Static Field-Totem hier zum rausziehen vielleicht. Ich weiß gar nicht. Hebt die Zone eventuell das Static Totem auf? Oder macht Enter Magic Shield das? Ich weiß es nicht. Stressblume hier low. Auch Darkness schon raus. Hat aber noch einen Netherwalk. Also ist all good, all fine. Evo-Kolben hier unter 50%. Insane. Auch low hier. Und Sydney hat alle Hände voll zu tun, hier sein Team zu toppen. Aber kriegt das auch ganz gut hin. Jetzt kommt der Breath hier. Und jetzt ist die Frage, schaffen die das hier, jetzt einen von den beiden DHs auszunocken? Stressblum hier mit Netherwalk. Und jetzt kommt der Swap hier auf Evo-Kolben. Der wird aber super noch getoppt. Alles gut. Cage hier auf Sydney. Lycera steht hier mitten im Gemenge und versucht hier so die Heals rauszuhauen. Hat so ein bisschen Probleme, sich selbst zu toppen. Da muss Spirit Link getradet werden. Beide DHs sind auch drin. Das heißt, die ganze Gruppe ist jetzt low. Und wenn die das jetzt richtig timen, könnte das hier jetzt der Ausgleich werden. Und Lycera geht down. Und damit würde ich schon eigentlich sagen, Ausgleich hier für Team Scoozy gegen Last Hope. Und das ist mal wieder ein richtig geisteskranker Auftakt hier ins Tournament heute. Nicht schlecht. Ich adde hier mal einen Punkt. So. Und Matchpoint jetzt für beide Teams. Keine Sorge. Nur weil jetzt hier, wir sind immer noch im Upper Bracket. Bedeutet, die Leute spielen auch erstmal ihre Games. Und ich habe hier gerade noch eine Nachricht gekriegt. Sollte eins der beiden Teams jetzt verlieren nach dem Matchpoint-Game, dann gibt es noch ein Lower Bracket. Das Bracket ist angeheftet oben im Chat. Könnt ihr raufklicken, müsstet ihr dann sehen, wer wie gegen wen spielt. Und wir gehen rein. Matchpoint, Last Hope gegen Scoozy. Mm-mm.
Beide Teams unverändert. Also der Swap hier von Insane auf dem Evoker, von Evoker auf seinen DK hat sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht. Der konnte auf jeden Fall dafür sorgen, dass hier der Ausgleich gemacht wurde. Ob es jetzt auch reicht, hier einen Win für das Team in der ersten Runde einzustreichen, das werden wir jetzt gleich sehen. Hier wird nochmal das Transmog angepasst. Ist auch wichtig, Transmog entscheidet viel in dem Game. Es ist nicht nur CC und Damage oder Heal und Defensive Cooldown Usage, sondern das Transmog spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Hab übrigens gehört, dass Thunder Fury soll 10% Damage Increase geben, auch bei Heilern. Einfach so, Bruder. Schon Troll. Was meinst du jetzt genau? So, da wird das Wall-Totem gleich im Opener schon getradet. Leider steht aber keiner drin. Das zweite Wall-Totem kommt auch gleich. Vielleicht einmal replacen. Wäre gut, aber noch ist das Team hier von Lucera gut getoppt. Wird auch die erste Darkness von Stressblumen getradet. Insane. Da kommt die Anti-Magic Zone. Und Lucera wieder hier, Target of Choice. Also, Mensch, Mensch, Mensch. Eben also im vergangenen Game haben wir gesehen, dass Lucera da mit dem Druck zumindest nach Ablauf der Cooldowns nicht mehr so gut klar, kam. Und ich es scheint so auszusehen, als würden Evo-Kolben und Insane das Ganze ausnutzen und hier immer wieder die Swaps auf Lucera zu machen. Und das setzt ihn natürlich auch, oder das Team, extrem unter Druck. Ne? Cassie und Stressblum hier aber stabil mit ihrem Life. Lucera ist hier nur so ein bisschen am Struggeln, kann sich aber noch ganz gut toppen. Hier das nächste Wall-Totem. Ja, World of Warcraft ist jetzt momentan nicht in der besten Form seines 20-jährigen Daseins, aber wir haben Hoffnung, dass das in Zukunft besser wird. Dennoch lassen wir uns hier die Laune nicht versauen und hier Silence, beziehungsweise ja, war ein Silence auf Lucera, reicht nicht ganz, kam noch eine Darkness getradet und es reicht einfach nicht hier, um Lucera zu toppen. Oh, unlucky in dem Moment in den Silence reingedrückt zu bekommen. Aber sehr stark gemacht hier von Team Scoozy und die kriegen den nächsten verdienten Punkt und gewinnen die erste Runde und ziehen weiter in Runde 2 und Team Last Hope geht runter ins Lower Bracket. Ich muss das Turnier erstmal starten. Die schießen CDs aber auch aus dem Fenster. Naja, es ist halt eine schnelle Meta. Und man muss natürlich auch bedenken, dass hier keiner der Anwesenden, auch wenn wir eine breit gefächerte Erfahrungs-, ja, Dings, Reichweite, Bandbreite haben, ist keiner von den AWC-Spieler. Also wenn hier vielleicht der ein oder andere Cooldown overlapped wird oder vielleicht nicht optimal getradet wird. Ihr blöden Säcker! Schreit. Vielen Dank für 5 Monate Prime. Vielen lieben Dank. Deathloom ist AWC-Spieler. Ja, das stimmt. Die sind im Voice, ja. Alle sind im Voice. Für die Leute, die nicht im Voice sind, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, mein Discord zu nutzen und dort einen von den Channels zu benutzen. Aber das ist auf jeden Fall erwünscht. So, Scoozy macht die Runde klar für Team Last Hope, heißt es runter ins Lower Bracket. So, und wir starten gleich in das nächste Best of 3 Match und das wird kein geringer sein als, wir haben hier, jetzt muss ich auch mal die Liste aufmachen, wir haben Team Die Superhelden mit Mikashi, Berserk und Deep End gegen Team Dogecoin mit Rexley Snipes. Achilles, Rexley Snipes, Entschuldigung. Und Ruffy, vielen Dank fürs Folgen. Herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Und Skin, ich bitte euch einmal, euch bereit zu machen. Und wir gehen dann rein in Runde 2.
Im Chat oben ist angepinnt, das Bracket. Ich hoffe, dass sich das darüber öffnen lässt. So, einfach so, Bruder. Wir sind hier dennoch eine nette Community und wir benehmen uns hier im Chat. Ansonsten gibt es erstmal einen 10 Minuten Timeout, dann kannst du dir nochmal überlegen, wie du dich hier bei mir im Chat äußerst. Und die Teilnehmer zu fronten, ist ein bisschen fehl am Platz, ne? So. Follow war weg, weiß nicht wieso. Ja, kennt man. So. Superhelden und Dogecoin bitte ready machen. Wir gehen rein in Runde 2. Du bist Lead? Habe ich dich überhaupt, wieso ist hier Dings? Habe ich dich überhaupt in meiner Friendlist? Da. Da. Okay, wenn beide Teams ready sind, wie gesagt, wenn ihr irgendwie Zeit braucht, zwischen den Games irgendwie Klassen zu wechseln oder ähnliches, dann gebt mir kurz Bescheid, ansonsten queue ich dann einfach rein. Wir gehen rein. Runde 2, die Superhelden versus Dogecoin. Auf Team Dogecoin fehlt noch einer. Okay, alle ready. Perfekt. Oh, nice. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen hier auf bei Team Dogecoin sehen wir gerade Skin auf seinem Mistweaver Monk zusammen mit Achilles auf dem ja, Destruction Warlock und Rexy Snipes auf dem Subroke gegen Team Die Superhelden mit D-Band auf Mistweaver, Berserker auf DH und Mikashi auf Windwalker. Let's go! Ja, ist schwierig, die Namen da oben auch noch reinzukriegen. Also, das würde... So, Berserk kriegt hier ordentlich einen auf den Deckel. Glimpst hier erstmal weg. Achilles hier im Silence versucht hier die Fierce rauszukriegen. Jetzt kommen die Chaos Bolts. Infernal ist auch schon raus, aber das kann jetzt nochmal richtig Damage geben. Hier, Sheepshot Smoke Bomb, leider mit dem Ring halt auch rausgenockt. Bisschen unlucky hier für Team Dogecoin. Aber das ist wahrscheinlich nicht der letzte Go gewesen hier. Karma Touch von Mikashi. Achilles geht down! Oh nein! Das bedeutet, erster Sieg, Team Superhelden und Matchpoint in der nächsten Runde. Jo, kein Problem. Nimm dir die Zeit, die du brauchst.
Und wer ist Lead bei euch jetzt? So. So, wir haben eine kleine Teamänderung hier. Wir haben auf seitens Dogecoin. Team Dogecoin hat zwei Klassen gewechselt. Und zwar sehen wir jetzt hier, Achill ist nicht mehr auf Lock, sondern auf DH. Genauso wie auch Rex. Wie kriege ich diese Werbung weg? Subben. Mit Prime ist kostenlos. Kannst du reinsubben, dann kannst du das Tournament in vollen Zügen mit ohne Werbung genießen. So, let's go. Mal gucken, ob Double DH hier dem was entgegenzusetzen hat. Rex und Achilles, die gehen gleich rein. Incap hier auf Skin. Deep End kriegt hier aber ordentlich die Hucke voll, ne? Also da wird schon wieder keine halben Sachen gemacht, ne? Und wenn ich hasse das, wenn man getrained wird als Heiler, ne? Das ist so unangenehm. Und die beiden lassen hier auch nichts anbrennen, ne? Da wird gecharged. The Hunt hier auf Deep End hat ihm fast 50% Life jetzt hier gekostet. Aber der hat das alles noch ganz gut im Griff, kann sich hier gut toppen. Incap hier auf Skin, Cage auf Deep und da wird der erste Cocoon getradet auf Berserker. Karma ist auch raus und jetzt bin ich mal gespannt, was Achilles und Rex dem entgegenzusetzen haben. Beide low life hier. Achilles musste auch seinen Netherwalk traden. Deep End hier. On the run. Kriegt hier nochmal einen Stun rein. Sehr, sehr low. Kriegt einen Ring nochmal ins Gesicht und geht hier down. Und der Swap hier von Destro Lock und Subroke auf Double DH hat sich gelohnt, denn Team Dogecoin holt hier den Ausgleich und Matchpoint beide Teams. Eieiei, also ich bin, und dann ist der Call, die Werbung gefährlich low, droppt, die Werbung droppt gefährlich low. Ne, wenn er die Werbung mit dem Sub giftet, sage ich mal, dann labere ich ihm mit HelloFresh vor. Oh Mann, Alter. So, wir gehen rein in Matchpoint. Die Superhelden versus Dogecoin. Runde 3. Ja, ich muss mir T-Shirts machen auf jeden Fall. Droppt gefährlich low ist ja seit dem ersten Tournament schon Schlagwort. So eigentlich gar kein Fernseher. Doch, klar. Natürlich. Im Schlafzimmer. Fuckface-Shirts sind auch ziemlich nice, ja. Fuckface ist auf jeden Fall seit letztem Wochenende richtig Legende. So, wir sehen selbe Teamaufstellung wie in dem Game vorher auch schon. Double DH gegen DH Windwalker. Und beide mit Mistweaver als Heiler. Los geht's. Man sieht hier schon wieder Achilles, der
lässt nicht locker, der Charge hier auf Deep End zu. Deep End spinnt hier weg. Und Skin tradet den ersten Cocoon hier auf Achilles. Rexley auch low gedroppt. Und also Berserker und Mikashi lassen hier nichts anbrennen. Deep End wird, ist hier aber auch wieder Target of Choice. Ne? Kann jetzt hier hinter die Wall gaten. Und das ist natürlich ein sehr, sehr starker Cooldown oder CD für einen Monk. Auch um Stunts zu entkommen, Sachen zu dodgen und so weiter. Das kann das ein oder andere mal Leben retten. Hier, Cocoon wird aber getradet, weil er wird doch dann ein wenig zu low. Und auf der Dogecoin-Team tradet auch hier den Netherwalk rein. Also es geht hier jetzt wirklich um den Einzug in Runde 2. Das Team, was jetzt hier diese Runde verliert, geht ins Lower Bracket. Darkness. Rex hier unter 50% Life. Kann von Skin noch getoppt werden. Mana-technisch sieht es gerade ein bisschen besser für Team die Superhelden aus. Aber Deepen wird hier getrained. Kriegt hier kurz vorm Tod nochmal eine Chaos-Nova rein. Schafft es aber wieder hier ein bisschen sich zu toppen. Aber die beiden DHs, die lassen da nichts anbrennen. Ne? Die chargen hinterher. Deepen versucht hier richtig gut Luft hier zwischen sich und die gegnerischen DPS zu kriegen. Rex droppt jetzt hier auch. Beide Monks gleich wieder Cocoon ready. Achilles ist low. Muss jetzt hier auch den Cocoon getradet bekommen. Und ja, ich könnte jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, welches Team jetzt hier gewinnt. Rex low. Kriegt hier nochmal einen Leg Sweep. Reicht aber nicht ganz für einen Kill. Beide Monks gleich auf mit Mana. Deep End hat hier aber den Cocoon noch ready. Mika hat auch noch einen Karma und Netherwalk von Berserker ist auch noch da. Bedeutet große Major Cooldowns. Auf der Seite dürfte jetzt eigentlich erstmal keiner sterben. Mikashi hier mit Wall getradet. Die beiden Monks haben sich gegenseitig incapped. Seems like that. Zumindest. Achilles droppt hier low. Und Skin in der Chaos Nova. Und kann er sterben? Und ist es das? Achilles geht down. Team die Superhelden holt hier den ersten Kill und den zweiten. Und gewinnt demnach das, den Matchpoint und zieht rein in Runde 2. Und Team Dogecoin findet sich dann im Lower Bracket wieder. Wir gehen einmal kurz in die Übersicht, wie es jetzt aussieht. Ich zeige euch einmal kurz hier. Zack, wir wählen hier einmal den Win aus. Die Superhelden gehen auf jeden Fall eine Runde weiter. Und das nächste Team, was wir sehen werden, ist Anita Max Win. Das ist mein Team. Gegen Hardstuck 1-2. Bitte ready machen. Bitte gibt mir auch die Zeit, mich hier einmal vorzubereiten. Ich muss auch noch einmal das Interface umstellen, damit ich die Addons habe. Und dann geht's gleich los mit Runde 3. Oh Mann, Alter, ihr seid auch ein paar Konsorten, ey. Ich hoffe, ihr seid auch so unkoordiniert jetzt im Match. Das wäre schön. Ich habe nämlich ein bisschen Kacke in der Buchse. Okay, okay. Auf was? Auf wen? Das wird nix. Wegen Shroud. Ja.
Ja, okay. Junge, ist das toll, Digga. Ist das toll. Ach du Scheiße. Junge, Junge. Ich fühle mich aber nicht gut mit dem Win. Ich fühle mich nicht gut. Oh mein Gott. Oh. Ich glaube, das ist auch meine einzige Chance, hier einen Win zu kriegen. Oh mein Gott. Gleich dreimal, man. Da hat der Heal gecarried. Anita Max Win. Eine Runde, Junge. Okay, wir gehen gleich ins Rückmatch. Kann es auch so bleiben, ist mir egal. Muss auch immer mit spielen. Oh Mann, Alter. So viel Glück haben wir nicht nochmal. So, sind wir ready? Ich brauche wieder den Lead bei euch. Ja. Was soll ich machen? War schon gut. War schon gut. Weil das swappt ihr halt, ne? Easy. Bloß nicht zu lange warten. Ne? Ne, kein Catch. Sleepwalk, du müsst solche Sachen kicken. Doch. Wall. Wall. Okay, ja, dann kriegst du Iron Bark.
Bin kicked. Sleepwalk wieder, Trinket von mir. Positioning ist nicht so das Beste. Okay, ist dann DH. Okay. Ich klau nochmal. Oh, oh, aufpassen, aufpassen. Hier, was für mich, was für mich, was für mich, was für mich. Okay. Ist aber Sleepwalk. Kriegt keinen Clone raus. Schon wieder im Sleepwalk. Trinket, meins. Ein DH raus. Aufpassen. Sleepwalk wieder. Das kriegst du Barkskin. Ich hab nichts für dich. Jo, gut, gut. Ich muss trinken. Eure Defensives jetzt. Okay, stark, sehr gut. Stark, gut gespielt. Ich komme mit der Weak Aura hier noch nie so ganz klar. Nice, Matchpoint. Matchpoint. GG ist gut gespielt. Naja, also ich, das ist übel. So, Anita Max Wien holt hier den Sieg gegen Hardstack 1-2 und zieht rein in die nächste Runde. So, das nächste Team. Dass wir heute, also erstmal GGs an Hardstack 1-2. Gut gespielt. Also der erste Win, den mussten wir so holen. Ist ein bisschen cheesy, aber ich hoffe, ihr seht uns das nicht so böse nach. Nächstes Team, was spielen wird, ist Dogecoin gegen Hardstack 1-2. Und der Winner aus der Runde wird weiterziehen in die zweite Runde vom Lower Bracket und hat dann weiterhin die Chance, vollkommen ehrenlos der Double MM aufeinander. Ja, das stimmt. Aber ich erinnere mich halt so ungern auch ans letzte Tournament zurück, wo ich Rest Druid gespielt habe. Und da habe ich keine Sonne gesehen. Also das war schon ziemlich ekelhaft. Deswegen fühlt sich das gerade ganz gut an. Aber nichtsdestotrotz hat Hardstack 1-2 sehr gut gespielt. Das war wirklich minimal. Also ich musste wirklich jetzt trinken gehen, sonst wäre Feierabend gewesen. So, und so.
Dogecoin gegen Hardstack, jetzt Lower Bracket. Das Team, was jetzt das Best of Three verliert, scheidet aus dem Tournament aus. Das Team, was gewinnt, kommt in die nächste Runde vom Lower Bracket und hat die Möglichkeit, noch ins Final zu kommen. Geht das nicht hier hoch? Sieger. Ich glaube, das müsste denn hier hochgehen. Mal gucken. Triple Evoker und Double MM, ja, ja. So troll. So, Dogecoin, wer ist bei euch Lead? Rex immer noch? Oder Skin? Skin, okay. So, gegen... was war hier? Hardstack 1, 2... Warte, ich kann mir das nicht merken. Ich bin auch einfach zu doof hier. Loki. So, ich hoffe, beide Teams sind ready. Wir gehen rein. Erste Lower Bracket Runde. Dogecoin gegen Hardstack 1-2. So. Auf der linken Seite, lasst mich euch kurz nochmal vorstellen, haben wir hier Team Dogecoin mit Skin auf seinem Mistreaver Healer und Achilles und Rex beide auf DH und auf der anderen Seite fehlt noch jemand. Vic, wer fehlt? Müssen wir abbrechen. Zanu missing. Wo ist Xanu denn? Wo ist Xanu? Xanu, du wirst gebraucht. Dein Team sucht dich. Hat er nicht, ist der AFK oder was ist los mit dem? Kann ich mal hier die Punkte einmal löschen. Anita mag Sween. Anita mag Sween. Xanu ist jetzt da. Wird aber trotzdem wiederholt, das Game. Aber einmal bitte alle die Arena verlassen. Und neu anmelden, ja, ja. Safe. War Klo, Alter. Ja, warum sagt dein Team mir da nicht Bescheid?
Das zählt jetzt, Xano. Das ist jetzt ein Win für die. Was wir wiederholen. Ist okay. Oha, sie war mutig. Weil auch nichts gesagt hat, ja auch. Nein, nein. Das wiederholen wir natürlich safe. So, beide sollten jetzt ready sein. Wir gehen jetzt rein. Erste Runde Lower Bracket. So, nun aber, alle sind vollständig. Also lasst mich hier nochmal begrüßen. Auf der linken Seite hier haben wir keine geringeren als Team Dogecoin. Die sind unterwegs mit Skin auf Mistweaver, Healer und Achilles und Rex beide auf dem DH zu sehen. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir Team... Hab ich mir gut gemerkt, ne? Hardstack 1-2 mit... Junge, wie... Lil Ray, was hast du... Wie viele Monks hast du eigentlich? Loki auf Mistweaver, Kiara auf Worry und Xano auf Devastation. 17, ah ja. Let's go. So, Stormbolt hier auf Rex, da wird gleich reingescheppert. Achilles hier gleich wieder auf Lil Ray unterwegs. Xano auch hier gute Schaden bekommen. Und es ist auch wieder... Es ist hier ein Massaker, ne? Es wird auf dem Haufen gesessen. Es wird hier reingescheppert. Ich habe doch keine Ahnung, was hier passiert. Skin auch low mittlerweile. Es ist jetzt die Frage, ne? Werden beide Teams hier die Heiler chasen? Wie machen die das, ne? Also vorher in den vorangegangenen Games. Wie auch hier sehen wir auch, wie die beiden DHs hier versuchen, Lil Ray so ein bisschen unter Druck zu setzen. Der kann hier aber gut Luft zwischen sich und dem DH bringen. Die Hand auch erfolgreich stoppen. Jetzt sind beide DHs sind auf der Jagd nach Lil Ray und verlieren hier aber die ganze Zeit nebenbei ein bisschen Leben. Xano jetzt low. Xano kann er sterben und da wird Cocoon getradet, kurz bevor der Silence vom DH hitten kann. Das sage ich, das nenne ich mal Glück im Unglück. Eieiei, das hätte schief gehen können, aber das war sehr gut reagiert hier von Loki. Achilles, low hier! Da kommt der Bladestorm, muss die Darkness getradet werden, zumindest von Achilles. Eine Darkness haben sie noch über. Lil Ray, ist es da? Ist das hier schon? Und da kommt der Stun und... Ein Punkt hier für Team Dogecoin. Holy moly. Ah, es war close, es war close. Da war zu Deep Dive drin wahrscheinlich, der Monk hier. Ja, ist schwierig, ne? Ist schwierig. Schöne erste Runde und wir spielen natürlich auch im Lower Bracket weiterhin Best of Three. Ich denke mal... Wir geben hier beiden Teams auf jeden Fall die Chance, das Bestmögliche noch rauszuholen. Zumindest vielleicht auch auf etwas zu loggen, um hier einen Counter anzusetzen. Ich hoffe, beide Teams sind ready. Wenn nicht, sagt mir bitte Bescheid. Ich starte rein in die zweite Runde. Matchpoint Dogecoin. Beide Teams bleiben so, wie sie sind. Und aber hier eine andere Arena. Dalaran, ne? Das ist auch sehr undankbar. Zumindest für Ranges. Melee ist, glaube ich, scheißegal.
Aber vielleicht haben die Monks hier ja nicht viel Platz zum Kiten, ne? Aber trotzdem mit den Treppen dennoch machbar. So, erster Go hier. Rex kriegt hier gleich wieder den ersten Hieb hier ab und es wird gleich wieder von beiden DLGs, ich bin hier irgendwo gefangen, auf Lil Ray gegangen. Der versucht hier jetzt wieder ein bisschen zu kiten, Platz zwischen sich und die DHs zu bringen. Da kommt der Silence. Achilles ist hier drauf, auf Lil Ray. Die anderen beiden sind auf Rex. Und Skin ist relativ free gerade. Der kann so ein bisschen machen, was er will. Xano droppt hier low, muss hier alle seine Walls traden. Saved aber damit den Cocoon für Lil Ray, den er wahrscheinlich gleich auch für sich selber braucht. Kick hier auf Lil Ray. Wall ist raus. Und Achilles lässt da kein Blatt zwischen sich und Lil Ray kommen, ne? Der ist da auf dem Weg. Incap hier auf Achilles. Und da wird das Team kurzerhand getoppt. Kiara dennoch sehr, sehr low. Und jetzt muss hier, ich will hier von Team Hardstack 1-2, will ich jetzt hier geile Action sehen. Ich brauche hier den Damage. Den Damage auf einen von den DHs mit einem nicen Incap in Sleepwalk, irgendwas auf Skin, dass dort mal ein bisschen Druck gemacht werden kann, weil noch sieht das für Team Dogecoin sehr, sehr ausgeglichen und gut aus. Also die beiden DHs droppen so gut wie gar nicht. Muss hier jetzt, Lil Ray muss hier Cocoon auf Xano traden. Und damit sind jetzt die ganzen großen Dev-CDs alle gespielt. Achilles ebenfalls hier Cocoon von Skin bekommen. Jetzt kommt der Swap of Rex. Darkness. Beide Darknesses. Darknesses. Ebenfalls raus. Vier hier. Und Kiara geht rein hier. Kiara, Entschuldigung. Lil Ray hier. Wird hier nochmal von seinem Evoker weggegrippt. Aber kriegt hier ordentlich einen auf die Mütze. Schafft er das hier jetzt nochmal ein bisschen Luft zwischen sich und die DHs zu bringen. Er braucht vielleicht den einen oder anderen Peel, vielleicht auch mal irgendwie noch ein Intervenen oder irgendwas. Sonst ist es das gewesen. Schafft hier trotzdem den Cast ruhig zu bringen und sich selbst zu toppen. Rex muss hier Netherwalk usen. Also Lil Ray hat das sehr gut im Griff. Jumpt jetzt down und lockt die, versucht sie runterzulocken, um nach oben zu gaten. Aber jetzt kommt der Stun und das ist es gewesen. 5 Sekunden hätten noch gefehlt für den Cocoon. Aber es reicht nicht ganz. Und da sehen wir mal wieder, wie stark halt die DHs momentan performen. Ne? Da wird der Heiler einfach durchgetrained. Die einzige Frage, die ich mir jetzt hier gerade stelle, ist, wie hätte es ausgesehen, wenn vielleicht Kiara und Xano auch mal die Swaps auf Skin gemacht hätten. Nichtsdestotrotz, Team Dogecoin gewinnt das Lower Bracket erste Runde und zieht weiter in die nächste Runde. Und Hardstack 1-2 ist mit diesem Lose hier leider vom Tournament ausgeschieden. Ich trage das Ganze hier einmal ein. So, und als nächstes sehen wir Runde 5. Wir sehen, wir rasieren Loki. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Gegen Team Scusi. Bitte ready machen. Wir gehen gleich rein in Runde 2. Manchester's Lead, okay. Ich beantrage Name Change. Geht leider nicht mehr. Ich kann es leider nicht ändern. Oder? Nee, ihr müsst jetzt so heißen. RIP Loki, ja. Two of
Darkness. So, ich hoffe, beide Gruppen sind jetzt ready. Wir sehen jetzt, wir rasieren Loki gegen Skoosy. Das ist auch die erste Runde, die wir rasieren Loki spielen. Sorry, das musst du dir jetzt anhören. Es tut mir leid. oh Mann. Ich hoffe, beide sind ready. Wir gehen hier rein in Runde 2. Beziehungsweise in das nächste Bracket. Jetzt spielen ja alle, die gewonnen oder verloren haben. Beziehungsweise wir rasieren Loki spielt jetzt die erste Runde. Und da, das Team, was jetzt gewinnt, zieht auf jeden Fall ins Halbfinale ein. So, wir gucken rüber auf die linke Seite. Moment, ich muss hier nochmal kurz. So. Jo, gefrierte Karotte. Vielen Dank fürs Folgen. Herzlich willkommen. Lehn dich zurück, grab dir ein bisschen Popcorn und guck zu, wie die sich hier jetzt gegenseitig gegen den Strich rasieren. Auf jeden Fall. Auf dieser Seite haben wir Team Wir rasieren Loki, bestehend aus Ruhefrau auf Mistweaver, Kartell auf Red, Parler und Manchester auf seinem DH gegen Team Skoosy, hier Sydney auf Heal Evoker, Kolben auf Devastation und Insane auf ist das Unholy? Ja, ne? Ich glaube, ja. Keine Ahnung. Let's go. Evo-Kolben droppt gefährlich low an dieser Stelle. Es ist wieder soweit. T-Shirts sind in Auftrag gegeben. Die kommen bald. Kartell droppt hier. Ruhefrau ebenfalls. Beide ziemlich low und Kick hier auf Ruhefrau. Und das ist schon die Entscheidung nach 35 Sekunden. Zumindest der erste Win für Team 1. Holy moly, das war ziemlich unlucky. Den Kick gefressen im Low-Bereich und dann das Ding auch zugemacht. Also schneller könnte höchstens ein Double-MM-Team das Spiel beenden, aber nicht schlecht hier gespielt von Team Skoosy. Nichtsdestotrotz ist es für Team Wir rasieren Loki noch alles offen, denn wir spielen hier Best of 3 in der Gruppenphase, bevor wir dann ins Finale gehen und dort ein Best of 5 spielen. Ich würde gleich in die nächste Runde rein starten. Wir brauchen allerdings, wir brauchen gar nichts, aber wenn einer von beiden Teams irgendwie was swappen möchte auf eine andere Klasse oder ähnliches, gebe ich euch natürlich Zeit oder ihr lehnt einfach die Einladung ab. Ansonsten gehen wir gleich in die zweite Runde. Matchpoint Skoosy. Wenn wir nicht können, unser Lied trollt. The Cute Immer Threes. Vielleicht will er warm spielen mit euch. I don't know. So, beide Teams unverändert. Ruhefrau, Kartell, Manchester, alle drei noch auf ihren Charakteren. Und wir sehen hier natürlich zwei Rivalen aufeinandertreffen. Beziehungsweise zwei Freunde, die eigentlich immer gerne zusammenspielen wollen. Hier Sydney und Manchester. Aber das wird niemals passieren. Dafür gebe ich euch Brief und Siegel. Ihr werdet immer schön gegeneinander antreten müssen, bis ihr euch streitet. Und dann, wenn ihr euch nicht mehr leiden könnt, dann packe ich euch zusammen in einer Gruppe. Oh Mann, ey. Okay, let's go.
Schöne Arena übrigens. Gefällt mir ganz gut. Gleich Nullifying Shroud raus und wissen Sie, den Manchester, der sprintet gleich rüber. Der wollte da schon den Kick holen. Kriegt ihn aber nicht hier. Kolben, dropped low, 55%. Manchester kriegt auch Damage. Und da ist hier schon... Spielt er Frost? Nee, ich habe keine Ahnung, was ist. Ist das Frosty King? Spielt er Frosty King? Nee, Unholy, oder? So Unholy, oder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Rufo überlebt das Ganze hier. Ist jetzt hier aber in der Bedrulle, kann hier aber gut durchcasten. Hat hier den Tee auch drin. Und wird aber wieder sofort zurückgegrippt und rein in den Strangulate. Wir haben hier Kolben, der droppt low. Muss ja auch die Walls traden. Kick wieder auf Ruhefrau. Und da ist der gefährliche Kick vom Evoker, der vorhin dafür gesorgt hat, dass es vorbei gewesen ist. Ruhefrau lässt sich aber hier nicht aus der Ruhe bringen und tradet hier ganz locker easy erstmal einen Cocoon raus und ist damit erstmal safe. Bei den anderen Spielern aus der Runde, ne? Ich glaube bei Cartel und Manchester sieht das live noch positiv aus. Kann sich aber auch schnell ändern. Wird jetzt hier getoppt. Und hier, Sydney und Kolben. Beide low. Da wird die Zone getradet. Nicht der schlechteste Move. Hier auf jeden Fall ein bisschen Druck rauszunehmen. Und da kommt wieder der Swap, ne? Auf Ruhefrau, das ist... Weil da brauchst du als Heiler auch Nerven aus Stahl, wenn du da so in die Mangel genommen wirst und jederzeit... ein Kick droht, weil alle drei haben zumindest Mid-Range-Kicks. Also die müssen nicht im Melee-Range sein. Da kommt der Grip von Insane. Und das ist eigentlich, wenn der DK den Heiler reingrippt, dann heißt es eigentlich erstmal Ende im Gelände. Es sei denn, es werden richtig fette Cooldowns getradet. Aber Ruhefrau hat das Ganze im Griff. Das ganze Team ist auch for life. Der Einzige, der hier, oder die hier so ein bisschen Leben verliert, ist Ruhefrau. Das sieht man auch anhand des Manas. Das kostet nämlich ordentlich. Hat aber wieder Cocoon ready. Und also alles gut hier. Strangulated. Da kommt der Port. Und der Cocoon wird getradet. Evo Kolben hier low. Und kann er sterben? Und da geht er sogar down. Ich weiß nicht, ob das hier der Touch of Death war. Vom Monk. Aber nicht schlecht. Schön rumgerissen hier. Das 1:1 rausgeholt. Nee, wir sind noch gar nicht im Lower Bracket, ne? Hey. Da kann ich einen Punkt adden. Und es ist wieder alles offen, ne? Beide Teams, Matchpoint. Sehr schön aufgeholt hier von Team. Wir rasieren Loki. Nicht schlecht. Down in Acapulco. Intensiv. Sehr schön. Wir gehen rein in Matchpoint. Der jetzige Gewinner zieht ein ins Halbfinale. Der Verlierer geht runter ins Lower Bracket und muss sich wieder durch die Unterschichten hochkämpfen. Ich glaube auch noch gar nicht. Eieiei. Kolosseum von Maldraxxus. Wir gehen rein. Und es geht los. Matchpoint hier. Wer wird diese Runde machen? Junge, wir haben bis jetzt noch nicht eine Abstimmung im Chat gemacht. Ist auch egal. Halb so wild.
Wir sehen hier, wir sehen Loki gegen Skuzi im Matchpoint. Immergalben! Junge, wenn du jetzt stirbst, ne? Eieiei, der kriegt richtig auf die Nuss. Und Sydney muss hier wirklich alles tun, um den Kolben hier wieder zu toppen. Weird irgendwie. Aber ist okay. Ruhefrau hier, Strangulate. Kann aber getoppt werden. All good, sehr gut. Ruhefrau hat das hier richtig im Griff. Jetzt kommt aber der Breath. Und da muss der Port geused werden. Guter Port hier an dieser Stelle. Die Darkness ein bisschen overlapped. Und hier, was, der Kolben geht down, Junge. Was war das denn bitte für ein Damage? Ich hab das nicht mitbekommen. Holy fuck, der ist aber richtig hier. Junge, Junge, Junge. Nicht schlecht hier. Team Wir Rasieren Loki hat hier auf jeden Fall gezeigt, welches Team zurzeit das bessere von beiden ist und sichert sich hier den Einzug ins Halbfinale. Und für Team Skuzi heißt es jetzt ab ins Lower Bracket. Geisterkrank. Not bad, not bad. Ich trage das Ganze ein. Hier, wir sind hier einmal in der Übersicht. Da seht ihr das. Wir rasieren Loki. Holt sich hier den Sieg. Geht weiter ins Halbfinale. Das heißt, wir sehen jetzt als nächstes die Superhelden gegen Anita Max Wien. Anita Max Wien. Und dann gehen wir in die beiden Games vom Lower Bracket. So, ich muss mich vorbereiten. So, was machen wir? Was? Ha. Okay. Ne, ist okay, ist okay. I'll take it, I'll take it. Ja. Ist jetzt nicht das Schlechteste, was wir spielen könnten, tatsächlich. Schauen wir mal. So, jetzt müssen wir gegen die Superhelden spielen wir. Und Mikashi, Berserk und Deep End. Das heißt DH Windwalker wahrscheinlich. Ihr müsst auf Zack sein, ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, das reicht meistens nicht. Also ich brauche da eher die fetten Fears bei euch da. So. Let's go! Berserk. Berserker. Das stimmt.
Jetzt muss was passieren hier. Die sind auf mir. Ja, hast meine Wall noch? Aber die sind auf mir. Ich brauche die Peels. Nee, du bist derjenige. Ich müsste den rausnehmen. Ein Cap auf mir. Silence. Jo, nice. Nimm dir die DPS raus. Bin in Cap, ich kann nicht. Ja, du bist weit, weit, ganz weit weg. Geh auf mich. Piep, 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 piep. Dein. Ja, ich weiß nicht. Ja. War nicht notwendig. Die Sachen vorher zu traden. Ah, not bad. Egal. Scheißegal. Junge, oh mein Gott. Oh mein scheiß Gott, Digga. Ja, yeah, all good. Ist unlucky, aber all good, all good, all good. Junge, ich. Erstmal schön den Follower-Bot rein raiden, Digga. Oh nö. Was geht hier ab? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Das sind doch ganz normale Twitch-Namen. Jetzt hört einfach auch nicht auf, ne? So, bleiben wir jetzt so?
Egal, vielleicht habe ich ja jetzt mein Follower-Ziel voll. Das wäre auch gut. Erster Win, die Superhelden. Sind wir uns einig? Okay. Genauso heißt ein Kind in der Kita meines Sohnes. Was ein Zufall. Der kommt bestimmt aus demselben Dorf wie die Eulen, die 24-7 in Tanzen farmen. Das ist deren Kultur. Ja, das kann gut sein. Ja, die Bots sollten jetzt auch besser einen Sub da lassen. Alle. Jeder finde ich mindestens eine 10er-Sub-Bomb. Keine Ahnung, Digga. Ja, Junge, was soll ich mit dagegen tun, ne? Ich kann das nicht beeinflussen. Und mir auch egal. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, dass ich gerade keinen nicen Follower-Sound habe, der jetzt richtig fett abused wird. So, zweite Runde. Wir gehen rein. Matchpoint Team Die Superhelden versus Anita Mark Sween. Das ist geil, dass mein Team halt jede Runde die Sachen swap. Also wir spielen jedes Mal was anderes. Das ist geil. Gut. Es ist 2v2. Ihr könnt das noch reißen. Junge, killt doch Berserker, Junge. Der hat den Netherwalk noch ab. Ihr schafft das noch. Einfach. Jeko, Junge, du schaffst das! Wir haben nicht mal geschafft, Dings zu ziehen, weil die instant auf mich geswappt sind. Well played! So. Bedeutet, wir gehen rein. Hier. Superhelden. Win. Anita Max Win geht runter ins Lower Bracket. Nächstes Team wird sein. Scoozy. Digga, hört das auch irgendwann mal auf mit dem Follower? Nächstes Tier, nächstes Match. Scoozy gegen Dogecoin. Let's go.
Das Ding ist, ich bin halt gestorben, weil ich rasche Heilung wieder nicht usen konnte. Ging halt nicht. Also entweder haben die mich gepurcht, dann ist sowieso RIP oder keine Ahnung. Nö, ich starte nicht neu, alles gut. Was fehlt denn jetzt hier noch? Wargame Helper ist doch alles an, oder nicht? Tja. So, wen haben wir? Dodge? Nee, wer spielt? Scoozy gegen Dogecoin. Wir sind das Game danach. Scoozy gegen Dogecoin. So, das heißt, Skin brauche ich hier einmal in der Liste. Und Sydney. Fünfmal oder sechsmal? 8 mal 750k. Let's go! Ja, Lower Bracket bedeutet hier immer, das Team, was im Lower Bracket ausscheidet, muss aussteigen. Also es gibt für jedes Team 2 Chancen, quasi das ganze Match zu bestreiten. Allerdings die Leute, die oder das Team, das ins Lower Bracket fällt, muss sich durch das ganze Lower Bracket wieder hoch ins Finale kämpfen. Wir sehen jetzt hier Scoozy gegen Dogecoin. Und wenn wir uns das Ganze hier betrachten, haben wir hier Team Scoozy hier mit Sydney auf dem Prevoker und Kolben auf Devastation, Insane auf Unholy DK, ich habe keine Ahnung, ich muss das, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, Dogecoin mit Skin of Heal und Achilles und Rex, beides auf DH. Let's fucking go. So, Sydney hier, Target of Choice. Passiert gerade nicht viel. Evo-Kolben, low. Wollte gerade sagen. Ich gucke mir so die Live-Balken an, alle voll irgendwie. Kolben kriegt hier ordentlich einen rein und der ist auch im letzten Game gestorben. Ich muss ja mal kurz die Punkte wieder nullen. Wir spielen ja Best of Three. Skin hier! Mit dem Strangulate drauf. Kann das das sein? Geht Skin hier down? Nein, kann sich selber noch toppen. Zumindest einigermaßen. Evo-Kolben hier. Und Swap hier auf Sydney. Der kriegt jetzt ordentlich Damage hier von beiden DHs. Und das scheint so deren Taktik zu sein, ne? Immer wieder die Swaps auf dem Heiler. Gerade bei Double DH tut das weh. Und Achilles outranged hier seinen Heiler und stirbt hinter der Wall. Und Skin kann nichts dagegen tun.
Unlucky. Erster Punkt hier für Team Scoozy. Junge, was für eine erste Runde. Das war übel. Das war echt unlucky hinter den Pillar und zack war es vorbei. Wir gehen rein. Runde 2 Lower Bracket. Scoozy gegen Dogecoin. Beide Teams unverändert, beide Teams sehr confident und ich glaube auch beide Teams sehr realistische Win-Chancen hier. Allerdings ein Matchpoint hier für Team Scoozy. Jetzt bin ich gespannt, was beide Teams hier zeigen. Team Dogecoin muss jetzt hier einen Win holen, ansonsten ist das Team ausgeschieden. Aber genauso gilt das halt auch, sollte Team Dogecoin gewinnen, dann in der nächsten Runde halt auch für Team Scoozy. So, wir schauen rein. Hier kommt schon erstmal der Stun und der Breath von beiden Evokern hier. Calm dropped low hier. Skin hat hier aber auf Seiten von Dogecoin alles im Griff. Genauso wie Sydney hier auch bei Team Scoozy. Und jetzt wo der Anfangsburst durch ist, jetzt geht es darum, wer kann das am besten halten? So, Skinhead, low. Insane, auch low. Silence hier auf Sydney und Insane. Reicht aber nicht ganz, um hier schon früh einen Kill anzusetzen. Ich meine, wir sind noch unter einer Minute. Der Großteil der Cooldowns ist noch available, gerade was Cocoon, Darkness und Blur angeht. Netherwalk zum Beispiel. Beide Darknesses aber schon rausgetradet. Das ist übel, haben beide gleichzeitig reagiert wahrscheinlich im Opener. Vielleicht ist auch notwendig gewesen. Momentan kann man den Damage ja gar nicht einschätzen. Wenn man gerade das Spiel von Anita Max Win beobachtet hat, da war so in der letzten entscheidenden Runde, sind halt beide Heiler innerhalb kürzester Zeit gestorben durch One-Shots beider Seite. Hätte man verhindern können, aber man rechnet nicht damit, ne? Das ist halt immer so die Sache, ne? Skin hier low. Evo auch. Evo Kolben low, Insane low und schafft die das und Evo geht down und Team Dogecoin schafft hier den Ausgleich. Ja. Schafft ihr den Ausgleich? 1-1. Matchpoint, beide Teams. Also die lassen beide nichts hier anbrennen. Und es geht jetzt wirklich darum, wer macht jetzt die nächste Runde klar und geht weiter den Weg des Lower Brackets und wer von beiden scheidet aus. Dritte Runde. Scoozy Dogecoin. Oh, geht das hier schon wieder weiter? Ekli for the win. Klingt zumindest mal ausnahmsweise nach einem echten Follower. Also herzlich willkommen, vielen Dank. Und Kidney Cutie, wann machst du immer diese Cups? Diese Cups, wie Manchester schon sagt, finden jeden Samstag ab 18 Uhr statt und gehen bis, keine Ahnung, bis nicht mehr schockt. Wir hatten ein Warm-Up Single Elimination Tournament und jetzt sind wir im Double Elimination Tournament mit 7 Teams. Und danach bauen wir wieder eine Gruppe, beziehungsweise mache ich ein Raid auf, da könnt ihr alle dran teilnehmen.
So nicht! Und dann habt ihr alle Möglichkeit, wieder zu joinen und dann bauen wir ein 5 gegen 5 Tourney auf. Mit hoffentlich 4 Gruppen, die wir folgen. So, jetzt sind wir aber noch im Lower Bracket und wir spielen noch eine Weile dieses Tournament. Und Matchpoint für beide Teams hier, Team Dogecoin gegen Team Scoozy. Evo Kolben, low. Insane low. Ja, beide DHs hier gut getoppt, hat aber auch schon wieder eine Darkness hier gekostet. Blind hier von Insane. Kann aber nicht so viel Value daraus ziehen, so wie es mir scheint. Achill ist jetzt hier. Ordentlich Damage. Skim muss hier Cocoon traden. Und da kommt der nächste Damage auf Evo Kolben. Wird hier kurz an von Sydney gegrippt. Und Rex geht hier low. Wird hier gepumpt von Skin. Evo Kolben. Also es ist wirklich auf beiden Seiten. Droppt immer einer von beiden gefährlich low an dieser Stelle. Und die Frage ist, wann reichen die CDs nicht mehr aus, um das zu stoppen, ne? Evo-Kolben. Skin versucht hier den beiden DPS zu entkommen und Insane und Evo-Kolben beide low. Jetzt reicht nur ein kleiner CC auf Sydney und das Game ist entschieden. Aber der pumpt hier, kriegt hier die Leute noch getoppt. Jetzt Achilles und Rex, also alle 4 DPS gerade irgendwie low und in Execute-Range. Die Frage ist nur, wer CC't den Heiler für den Kill? Beide Heiler pumpen hier die Heals durch. Evo Kolben wieder getoppt. Insane auch wieder halbwegs voll. Verliert aber die ganze Zeit live. Evo Kolben droppt jetzt runter. Einer der DHs ist hochgeflogen und schmeißt jetzt hier mit den Lanzen um sich. Evo Kolben immer noch gefährlich low. Die letzte Wall wurde getradet. Lex Reap auf Sydney. Und das war's. Bedeutet, Team Dogecoin zieht ein in die nächste Runde. Und muss sich denn in dem nächsten Game gegen entweder Anita Maxwin oder Last Hope beweisen. Und das Game sehen wir jetzt. Für Team Scoozy heißt es jetzt Ciao Ciao. Dieses Team scheidet als zweites Team aus dem Tournament aus und darf sich jetzt zurücklehnen und zugucken. GGs auf jeden Fall an beide Teams. Also ich hatte keinen Favoriten. Ich konnte nicht sagen, welches von oder welches von beiden Teams gewinnt. So, sind wir uns einig, was wir spielen jetzt? Ja. Mir ist egal. Wir spielen gegen Last Hope jetzt. Bedeutet Stressblum, Cassie und Lycera. Ja, ist doch klar, dass wir jetzt gegen Last Hope spielen. Lycera, Cassie und Stressblum. Oder Double DH, ne? Also, ihr könnt da ja drüber reden, ich schreibe euch das. Ja, mein Problem in der letzten Runde war, dass ich halt Erneuerung drauf hatte, aber ich konnte keine rasche Heilung drücken, um dann mir Nature Swiftness zu geben. Und ich habe mich darauf fokussiert. Nee, hatte ich mich im Target oder nicht? Das kannst du auch sehen. Ja.
Nö, 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 nö. Ich würde trotzdem gerne mal wissen, was da das Problem gewesen ist. An. Nee, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, was ich dafür traden soll. Ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung, was ich dafür trainen soll. Ich weiß es nicht. Naja, ich hatte da nichts drauf. Alles gut, my bad. Danke, hätte mir auch gereicht als Antwort. So, was machen wir jetzt? Du hättest mit Gelassenheit auch überlebt. Nee, hätte ich nicht. Das Problem ist halt gewesen, dass Nachwachsen ausgelaufen ist kurz vorher. Ich mich aber darauf ich hatte das im Hinterkopf, dass ich noch Nachwachsen drauf hatte. Und deswegen habe ich mich auf rasche Heilung konzentriert, weil eine rasche Heilung, Nature Swiftness, Nachwachsen mich getoppt hätte. Und ich war kurzzeitig abgefuckt, dass ich keinen Hot drauf hatte. Und das war am Ende das Problem. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, das ist schon richtig. Ja, aber trotzdem bad von mir, dass ich nicht gepreordet war. So, Last Hope. Wer ist Last Hope hier? Lycera, so, let's go. Ich hoffe, ihr seid ready. Ich bin's nicht, aber es ist auch scheißegal. Wo ist Lycera hier? Ach, Digga, wer hat bei euch Lied?
Wieso sind hier schon wieder die... Ja... Ja. Naja, alles gut. Wenn ich das schon sehe, Double DH. DH und Monster, das ist Meta. Okay, also wir könnten jetzt, hast du jetzt angenommen? Ja. Wir könnten jetzt gegen Dings facen hier, ne? Nee. Ja, das, bitte nicht out of line, nicht outrangen. Der nimmt dir die Hots weg und, fickt dich in trockenen Arsch. Sleepwalk. Weiß nicht, ob du das tremmern kannst, tatsächlich, aber... Hast du da vielleicht einen Nullifying Shroud gepurcht? Oh Scheiße, Digga, ich bin so doof, Alter. Ich klau drauf. Caged. Nochmal. Ich clone low sonst. Hat Shroud drauf, muss gepurcht werden.
dich. Oh, gut. Ja. Du musst jetzt was machen, weil ihr müsst jetzt kontrollieren. Ich hab gar nichts mehr. Ich bin blank. Ich muss trinken früher. Geht aber halt nicht, wenn wir Big Damage CDs einfach irgendwie ziehen, so. Eins, eins. Last Hope, Anita Max Win, 1-1. Wollen wir was wechseln oder so? Also wo sei ich jetzt, oder? Okay, na gut. So, Display spielen. Best of three. Es steht gerade 1-1. Das schon raus. Strassblumen raus. Ja.
Page. Ja, Cage. Versucht das Ding zu kriegen. Unlucky. Von mir aus. Aber werden wir nicht mehr reißen können. Funktioniert nicht. Keine Ahnung, ich habe die Trends alle gecancelt und gemeldet, kam nicht out of fight. Alright! So! Last Hope geht auf jeden Fall in die nächste Runde und holt sich hier den Sieg gegen Anita Marxuin. Zu meinem Bedauern, aber nichtsdestotrotz, GGs, gut gespielt. Ab in die nächste Runde. Als nächstes sehen wir beide Lower Bracket Teams. Und zwar spielen gegeneinander. Last Hope gegen Dogecoin. Bitte ready machen, wir gehen gleich rein. Ja, also zum Schluss, ich war halt im Tree, ich konnte ihn nicht mehr heilen, ich hatte nichts mehr und er hat halt sein Big Death auch irgendwann. Was fehlt noch? Habe ich nicht alles drin? Move Any? Nö, brauche ich nicht, ne? Details, Wargame Helper. Ja, also, all good. Ich meine, verdient gewonnen, so. Ich kann das halt verstehen, wenn man sauer ist, aber das muss ja nicht bei mir im Streamchat ausgetragen werden. So, ich versuche mich auch am Riemen zu reißen. Ich bin halt auch mit meiner Leistung absolut alles andere als zufrieden, aber es ist immer noch ein Tournament, das dazu da sein soll, dass wir alle Spaß dran haben. Und Mann, DH ist halt eine Klasse, die ist im Game. Wir haben auch schon DHs besiegt, also auch mit halt
mit Comms beziehungsweise die oder mit Klassen, die nicht so common sind und nichtsdestotrotz well played, war ja auch knapp, war ja ein 1-1 in ein Matchpoint rein und wenn man das verliert, ist keine große Sünde an dieser Stelle. So, und damit ist das Thema abgehakt. Wir sehen jetzt als nächstes Last Hope. Nochmal das Team mit Deathbloom, Cassie und Lycera gegen Team Dogecoin. Und schauen wir mal, was Rex, Achilles und Skin diesmal auf die Beine stellen. Im besten Fall wird es ein 4x DH. Junge, Junge, das wäre auch krank, Alter. 4x DH. So, wo Skin? Ich brauche die Skin, kommen Sie bitte. Wo sind sie? Schon offline oder? Ruffy, wer hat bei euch Lead? Oder sehe ich das schon wieder hier nicht? Da. Entschuldigung, my bad. So, Deathdoom. Beide Leader sind drin. Wir sehen jetzt dritte. Ne, ist das dritte? Ne, vierte. Loser oder Lower Bracket Runde Last Hope gegen Dogecoin. Wer wird es schaffen, sich hier durchzusetzen, um nochmal die Chance aufs Finale zu spüren, zu wittern. I don't know. Lycera, ich will dich heiraten. Okay, war das klar. Aber ich kommentiere das dann nicht. Und ja, es ist das eingetreten, was ich mir schon gedacht habe. Und zwar sehen wir hier auf der linken Seite Team Last Hope zusammen mit dem Prevoker, Lycera, Cassie auf dem DH, Stressblum auch auf dem DH. Gegen Team Dogecoin mit Skin of Mistweaver und Achilles und Rex auch auf dem DH. So, und jetzt haben wir das Treffen der Giganten. Fehlt jetzt eigentlich nur noch, dass noch irgendwie beide Teams einen Fistweaver hätten. Da, ohne Scheiß, das würde ich mir gerne mal angucken, ne? Imagine Double, Quadruple DH, Double Fistweaver. Mal gucken. Das ist so geisteskrank, ne? Junge, Junge. Irgendwann wird diese Klasse komplett aus diesem Game gepurcht. Hoffentlich. Fingers crossed. So, Rex droppt hier low. Gleich am Anfang kann Skin was dagegen tun. Ja, jein. Beide Darknesses, das sind drei Darknesses, sind in diesem Game in 30 Sekunden schon gefallen. Blur auch zwei schon getradet worden. Aber momentan sieht das Team von Lycera ganz gut aus. Swap hier auf Lycera mit der Chaos Nova. Reicht aber nicht ganz, um hier das Trinket von Lycera zu forcen. Und ja, was sollen wir sagen? Ich glaube, also mit Lycera ist ein tougher Gegner. Gerade halt auch letztes Wochenende in den Tournaments. Immer auf dem Heiler eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Kann man nicht anders sagen. Geiler Typ. Frage ist, was macht Team Dogecoin dagegen? So, Achilles, Rex, beide low. Passiert nicht wirklich viel, ne? Ich habe so das Gefühl, dass den Damage, den die DHs machen, heilen die auch gleich wieder gegen. Also, allerdings sehen wir natürlich bei Skin und bei Lycera, dass Mana langsam schmelzen, aber gleichmäßig. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt einer gegenüber dem anderen irgendwie Mana-Vorteil hätte. Netherwalk hier von Achilles gezogen. Kick auf Skin. Into Stun. Cassie droppt. Achilles! Kriegt hier den Cocoon getradet, war auch notwendig. Gut, Glimpse wäre noch ready gewesen. Aber ob das gereicht hätte, sei mal dahingestellt. Rex jetzt hier. Und Lycera wird wieder hier in die Mangel genommen. Kriegt hier die Chaos Nova. Das ist das Trinket. Nochmal nachgestunt hier. Lycera richtig im Trouble. Keine Darkness mehr ready. Die wurde gerade gepult von Cassie. Mm.
beide Heiler Mana low. Also ich glaube, das wird ein Mana-Game. Ist das Geisteskrank, Alter. 4 DHs. Lizera! Ist es das jetzt schon? Kann sich hier nochmal retten. Rexley war auch kurz low. Cassie droppt jetzt. Also Lizera hat hier echt alle Hände voll zu tun, um hier sein Team am Leben zu halten. Cassie low. Hat immer noch seinen Netherwalk up. Genauso wie Stressblumen. Aber mana-technisch sieht es jetzt knapp aus. Also es ist wirklich jetzt nur noch die Frage der, eine Frage der Zeit. Welches Team macht jetzt mehr Damage und forst hier nochmal das letzte Fünchen Mana raus? Netherwalk hier bei Stressblumen. Lycera komplett out of Mana. Achilles droppt auch nochmal Low Cage hier auf Skinhead. Tradet nochmal den Cocoon raus. Swap nochmal auf Rex. Und wo hat Lycera auf einmal das Mana her? Hat er nochmal getrunken? Keine Ahnung. Irgendwie hat er Mana gekriegt. Und kann hier sein Team nochmal toppen, genauso wie Skin. Beide Mana ungefähr gleich auf. Also beide können noch ein bisschen heilen. Es ist wirklich nur noch die Frage, wer macht jetzt hier am meisten Damage. Rex, low, hat immer noch sein Netherwalk ready. Cassie auch. Wall hier von Lycera gezogen. Und Achilles droppt jetzt hier wieder low. Reicht das? Reicht das aus? Nein, Skin kann hier toppen. Hat aber das letzte Fünkchen Mana gekostet. Lycera low. Kein Mana mehr. Target hier... Lycera kriegt hier ein Incap von Skin rein. Achilles droppt währenddessen low. Cassie und Stressblum sieht ganz gut aus. Welches Team macht hier wirklich den Win? Holy fuck, was geht hier ab? Cassie, 50% live. Beide Heiler oben. Also wie Skin hier jetzt überhaupt noch so den Heal-Stream rausballern kann. Junge, der muss den ja ancasten und sofort wieder abbrechen. Weil kein Mana mehr da, ne? Stressblum low. Lycera muss jetzt, also jetzt muss hier was passieren. Einer von den DHs stirbt jetzt. Stressblum ist tot. Dich gefolgt von Achilles und... Ja, es reicht für Lycera nicht mehr aus, hier aufzuholen. Hups. Nee, ich will keinen Screenshot machen. Danke, sorry. Das ist ein Team für Team... ein Win hier für Team Dogecoin. Packen wir rein. Es ist aber noch nichts entschieden. Wir gehen... rein in die zweite Runde. Junge, Junge, was ist hier schon wieder los, ne? Last hope on the... Oh, da kickt die Müdigkeit schon rein, ne? Hätte ich mal wieder nicht die ganze Nacht RBG gespielt. Naja, egal. Wir gehen weiter rein. Zweite Runde, Lower Bracket. Last Hope gegen Dogecoin. Let's fucking go. Ist das Finale? Nee. Danach haben wir noch, das Halbfinale aus dem Upper Bracket, wir rasieren Loki gegen die Superhelden. Und der Verlierer wird gegen den Gewinner aus dem jetzigen Match spielen. Und der Gewinner daraus kommt dann ins Finale. Also wir haben noch drei Matches, beziehungsweise zwei Runden, bevor wir ins Final gehen. Übrigens, ja genau. Danke, Manchester, dass du nochmal darauf aufmerksam machst. Oben im Chat ist das Bracket angepinnt. Das könnt ihr raufklicken, öffnen. Und dann seht ihr, wer wie wo gerade steht. So, wieder. Junge, ich will's. Lycera hätte es wahrscheinlich auch gemacht. Aber es ist jetzt hier Matchpoint Team Dogecoin und. Ansonsten hätte ich Team Last Hope gerne nochmal mit Lycera auf dem Fistweaver gesehen. Das wäre big. Aber weiter hier auf dem Evoker. Und das war echt close, ne? Also es war wirklich mana-intens, das Game. Und Rex hier gleich im Opener fast gestorben. Muss hier den Cocoon von Skin getradet kriegen. Swap hier auf Achilles. Der kriegt gleich die nächsten Kellen rein. Ja, vielleicht ist es halt auch, es wurden sehr, sehr viele CDs overlapped, ne? Und wir hatten das vorhin, da waren schon innerhalb von 30 Sekunden wurden drei Darknesses hingelegt. Und das sieht jetzt deutlich besser aus, ne? Die DHs nutzen eher mal einen Blur, als gleich die Darkness rauszuballern. Weil Blur ist ja auch nur eine Minute, ist total krank. Sollte 10 Minuten Cooldown haben, meiner Meinung nach. Aber es ist, wie es ist. Swap hier auf Lycera. Rex hier. Und ich versuche hier mal ein bisschen tiefer reinzugehen in das Geschehen. Erste Darkness hier getradet.
gar nicht so verkehrt. Aber Team... Oh mein Gott, Stressblume. Oh Gott, ich gähne zwischendurch einfach so. Nicht, weil das langweilig ist, aber die Müdigkeit kickt rein, ne? 23 Uhr sind wir schon 4 Stunden über Schlafenszeit, ne? So, Stressblumen, unter 50% live. Kann aber wieder getoppt werden. Wir gucken einmal auf das Mana, ne? Skinhead leider, was heißt leider, Digga, ich laber schon wieder scheiße. Leicht im Vorteil gegenüber Lycera. Cassie droppt hier low, muss hier sein Netherwalk traden. Stressblum droppt jetzt auch low. Da kommt der Swap. Beide DHs vom anderen Team auch low. Reicht das hier jetzt nochmal mit dem Stack? Und Stressblum geht down. Es war, die Lycera war gekickt. Der hat sich da nochmal den Kick eingefressen. Ach du Scheiße. Eieiei. Und ja, ganz klar. Team Dogecoin holt hier den Matchpoint und macht das Ding aber sowas von zu, ne? Junge, Junge, Junge. GGs an beide Teams, aber hiermit scheidet Team Last Hope aus dem Tournament aus und Dogecoin geht weiter in die nächste Verliererrunde. Wir schauen einmal in die Übersicht. Wie sieht's momentan aus? Wir haben hier Dogecoin hat gewonnen. Geht eine Runde weiter. Wir sehen als nächstes, sehen wir hier, wir rasieren Loki gegen die Superhelden. Bitte ready machen. Und der Gewinner geht dann ins Finale. Bedeutet, der Verlierer muss dann nochmal gegen Dogecoin antreten. Geile Scheiße, Alter. Dieser Rex war mit Abstand der Beste eben. Richtiges Gerät. Nice. Und das sind doch Kommentare, die wir hier auch von dem Loser-Team jetzt aus der letzten Runde auch mal gerne hören. Wenn man halt auch sich als Verlierer hinstellen kann und dann vielleicht nochmal Props ans Winner-Team geben kann, anstatt frustriert zu sein. Das ist doch das, was wir hier vermitteln wollen. Und deswegen geht hier auf jeden Fall mit positivem Beispiel voran. GGs trotzdem nochmal an eure Gruppe. So, der war gedopt, Disqualifikation. Der Gerät wird nie müde. Eieiei. Haben eigentlich alle DHs da Thunder Fury transmogt? Das könnte vielleicht auch... Digga, guck dir mal das Details an, einfach viermal DH. Ja, dieser passive Heal, ne? Hör bloß auf. So, Team, wir rasieren Loki. Ja, wir rasieren Loki. Wer hat bei euch Lead? Ist das Manchester? Vielleicht sollte ich Damiel fragen, ob er Bock hat, noch mitzumachen. Drei DHs gegen drei DHs. Ja, das wäre auch vielleicht nochmal eine Sache fürs Finale. Das halten die Server nicht aus. Ja, Triple DH. Also das wäre geisteskrank. So, Deep End in einer anderen Gruppe. Und ich würde gar nicht lang schnacken, sondern gerne starten. Deswegen muss ich Deep End suchen. Da ist er ja. So, wir gehen rein. Halbfinale, Upper Bracket. Wir rasieren Loki gegen die Superhelden. Let's fucking go. I love Tanks back.
So, ein bisschen Abwechslung haben wir hier mal wieder drin. Allerdings sind wieder DHs und Monks mit mehr als genug vertreten. Wir haben hier auf der Seite von die Superhelden haben wir hier Deep End auf dem Mistweaver, Berserker auf dem DH und Mikashi auf Windwalker. Auf der anderen Seite, lasst mich euch kurz vorstellen, haben wir hier das Team. Wir rasieren Loki. Leider ein bisschen ungünstig gewählt, der Titel, weil die haben Loki nicht einmal gefaced, aber das macht nichts. Haben wir hier Ruhefrau auf Mistweaver, Kartell auf dem Red Paladin und Manchester auch auf dem DH. Wie soll es dann noch sein? Let's go, viel Erfolg, viel Glück, was auch immer. Mikashi, 50%, Wall getradet. Nice, und das in den ersten 10 Sekunden. Sehr gut. Kartell, droppt ihr low und. Ruhefrau, top, das ist gar kein Problem. Darkness hier getradet von Berserker. War das gerade notwendig? Ich weiß es nicht. Ich muss mich vielleicht zurücklehnen, dann sehe ich alle Health Bars. Hab den Bildschirm nicht 1 cm vor der Nase. Ruhefrau tradet hier Cocoon auf sich selbst. Kartell droppt hier low und stirbt. Ei. Oh. Achso. Ja, Team die Superhelden. Erster Punkt. Okay, krass. Unerwartet. 50 Sekunden Match. Nicht schlecht. Matchpoint die Superhelden. Wer hätte gesagt, dass ein Team mit dem Namen eines, den sich ein 5-Jähriger hätte ausdenken können, hier im Halbfinale gleich in der ersten Runde so gut performt. Nicht schlecht. Da können wir mal klatschen. Und wir sehen, wir gehen rein in die zweite Runde Matchpoint die Superhelden. Bin gespannt, was Team wir rasieren Loki hier gegen auszusetzen hat. Da war wohl Kryptonit im Spiel. Ja. Okay, da wird vielleicht noch diskutiert. Die beiden Teams haben noch nicht angenommen. Ich warte noch mal kurz. Ready, okay, ich starte noch mal. Geht nicht. Starte nochmal. Geht. Diskutiert, geschrien wird da. So, selbe Konstellation wie eben auch. Manchmal ist es auch einfach unlucky, ne? Manchmal wird man halt auf dem kalten Fuß erwischt. Passiert mir regelmäßig. deswegen. No offense an dieser Stelle. Wir gehen rein. Matchpoint, die Superhelden. Junge, was ist eigentlich los? Warum haben wir hier keinen Share grad oder so? So eine richtige ekelhafte Arena. Ja, ich weiß, was du meinst. So, weiter geht's. Mikashi hier, gleich Wall im Opener getradet. Nicht schlecht, nicht schlecht. Deep End hier gegatet, Kartell, Vengeance Shield plus Cocoon Overlap, wenn das nicht mal zum Verhängnis wird. Darkness auch getradet und das waren jetzt wirklich alle Cooldowns, die man hier hätte ziehen können. Ich glaube, das sieht jetzt schwierig aus, ne? Aber hier, Team Wir rasieren Loki muss hier wirklich auf die Tube drücken, weil es geht jetzt hier um den Einzug quasi ins Halbfinale vom Lower Bracket. Oh. Deep End ist gestorben. Hat das jemand bitte gesehen? Kann das jemand mal bitte klippen? Deep End tot. Ausgleich. Scheiße.
Ausgleich für wir rasieren Loki. Holy shit. Da werden die CDs getradet wie in einem All-You-Can-Eat-Buffet. Da werden wohl die CDs getradet wie im Dingens hier. Ist nur Scheiß. Wie bei Pressezentrum. So. Schmeißt das Scheiß-Team da raus. Nix rasiert ihr. Ist schon Ausgleich, ist schon Matchpoint. Also, ich wäre mir da nicht so sicher. Wir gehen rein. Matchpoint hier für beide Teams. Das Gewinnerteam geht ins Lower Bracket Viertelfinale, Halbfinale und das Loser-Team. Ja, ist raus. So einfach ist das. Da kommt der Swap. Noch ist alles gut, ne? Da geht er rein. Okay, ja, wild. Not bad, not bad. Ja. So. Matchpoint. Beide Teams hier stehen sich gegenüber. Ach nee. Junge, was laber ich? Keins von beiden Teams ist raus. Das Verliererteam spielt natürlich noch das Halbfinale im Lower Bracket gegen das derzeitige Winner-Team. Entschuldigung, scheiße gelabert. Matchpoint hier. Das Gewinnerteam, also das Team, was jetzt gewinnt, zieht ins Finale ein. So rum. Entschuldigung. My bad. So, Deep End. Ist dann hier Ruhe, Frau, hier, was ist das? Ja. Tradet hier den Cocoon, aber leider... Nee, doch gar nicht getradet. Das ist so ein schnelles Ende. Ach du Scheiße. Und ja, es, eins steht fest, die Superhelden gehen ins Finale und Team Wir rasieren Loki sind jetzt im Lower Bracket und facen Team Dogecoin. Ach du Scheiße. 35 Sekunden. Maximum Fettfinger. Passiert, passiert. Ich kann das so nachvollziehen, ne? Ei. Ich fühl das, ich fühl das. Passiert. So ist es. Ach, Scheiße. Dicker Fettfinger. Oh nein, Cocoon auf Kartell. Ah. Ah. Vote Ben Loki. Ach du Scheiße. Okay. Wow, wir tragen das Ganze ein. So, ich zeige einmal kurz die Übersicht. So sieht das natürlich aus. Ich dachte, wir wären hier irgendwo unten oder so. Entschuldigung, kann passieren. So, wir, die Superhelden gewinnen das Match, gehen weiter ins Finale. Und Team Wir rasieren Loki faced jetzt Team Dogecoin. Ich hoffe, beide Teams sind ready. Wir knallen rein. Ihr könnt auch sagen, ihr wollt eine Pause, weil ihr gerade gespielt habt. Ne? Ihr könnt auch sagen, komm, wir machen 5 Minuten Pause, dann lehnt einfach ab. Ich hoffe, ich habe es noch rechtzeitig gesagt. Okay.
Wir haben eine Stunde gewartet, was für Pause. Ja, okay, alles klar, let's go. Das stimmt, ihr wart sehr, sehr spät erst dran. Das ist richtig. So, wir sehen hier, wie in alter Manier und Gewohnheit, hier ist Team. Habe ich das Bracket gerade geschlossen? Ja, wir sehen jetzt hier, wir rasieren Loki gegen Dogecoin, Junge, Digga. Ich bin so heftig hängen geblieben, ne? Das Solo-Shuffle-Erlebnis als DPS, ja, das sieht oftmals so aus, ne? Nice! Erste Darkness getradet hier auf Seiten von Dogecoin. Junge, ich muss mir die Namen hier merken. Rex! Low kann hier sterben. Cocoon of Achilles wurde getradet. Manchester kriegt hier auch gleich die Kelle seines Lebens zu spüren. Ruhefrau auch kein Cocoon mehr. Hat hier die Magie-Diffusion an. Kartell, Manchester, beide low. Was passiert hier? Hier muss die Bubble getradet werden. Wir haben nicht mehr eine Minute durch und die biggest CDs sind hier schon gezogen worden. Ruhefrau muss zusehen, dass die hier ein bisschen mehr Plays für sich kriegt. Kann jetzt hier nochmal getoppt werden. Ich glaube, das war das Lay on Hands hier von Kartell. I don't know, I can tell you. Aber auf jeden Fall. Oh. Ah. Zweiter Win. Team Dogecoin. Ah, GG, gut gespielt. Damit fliegt wir rasieren Loki hier aus dem Tournament raus. Team Dogecoin holt jetzt hier den fucking Win ab und hat sich auch, ne, wenn wir uns das hier nochmal alles rückwirkend betrachten, hat Dogecoin sich hier den Weg durchs Lower Bracket bis ins Finale Wir haben noch zwei Runden gespielt. War nur eine Runde? Wir spüren zurück. Ich habe nichts gesagt. Hä? Eben war doch erste Runde, war doch Dings hier. War eine? Oder war das aus dem letzten Game? War eine Runde nur, ne? Junge, Digga, ey, was ist los mit mir? Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Ich halte jetzt meine Schnauze einfach. Betrunken, safe. Der Fettfinger war aus dem letzten Game. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, natürlich haben wir noch eine. Hä? Ihr seid so doof. Ihr lasst euch die ganze Zeit von mir trollen, ey. Yo. Scheiße, Digga. Es tut mir leid. Sorry, ich wollte hier keinem Unrecht tun. Wir rasieren Loki und Dogecoin natürlich noch in der zweiten Runde. Überhaupt nicht verteidigt. Ja. Was soll ich sagen? Ich habe 200k Gold von dem. Macht keinen Sinn, wie ich das jetzt sage, ne? Oh, oh, oh. Ich habe nichts gesagt. Erste Runde hier im Matchpoint Dogecoin und wir gehen rein. Zweite Runde. Lower Bracket. Wird nochmal betont, ja. Lokis, ja. Sorry, sorry, sorry. Ich hab noch den Mistrade mit dem Cocoon im Hinterkopf gehabt. Sorry. Matchpoint hier. Team Dogecoin. Wir vergessen, was ich gesagt habe. Jetzt verlieren sie nur, weil sie mental demotiviert sind, weil keiner an sie glaubt. Nicht mehr der Host vom Tournament glaubt dran. Doch, die kommen jetzt stärker zurück als je zuvor. Wir sehen jetzt hier
Team, wir rasieren Loki, nochmal den Ausgleich holen und ins Finale einziehen. Drückt die Daumen diesem Team. Ja. Wir rasieren Loki. Let's go, King Dodgecon. So, und es geht los. Es wird gleich in die Fresse gehauen. Das Ding ist, Kartell und Manchester müssten jetzt mehr als heiß sein. Die wollen hier doch safe den Win holen. Was macht Rex denn eigentlich da? Rex penetriert hier Ruhe Frau die ganze Zeit und lässt keinen Heal hier durchkommen. Und Ruhe Frau hat hier natürlich absolut alle Hände dafür dabei zu tun, sich selbst und halt auch Kartell zu healen. Achilles droppt hier low unter 20%. Hier kriegt den Cocoon getradet von Skin und die Chaos Nova kam eine Sekunde zu spät. Hätte da auf jeden Fall das Trinket sein können oder vielleicht sogar der Crosskill. Ich weiß es nicht. Ruhefrau hier, Cocoon auf sich selbst. Beide haben hier Cocoon raus. Skinhead low gewesen. Erste Darkness liegt. Ruhefrau jetzt ein bisschen... Kartell droppt hier low, muss Bubble traden, ach du Jemini. Peeling ist wichtig für cleanes Aussehen, das ist richtig, das ist absolut akkurat hier. So, Kartell low. Skin droppt ebenfalls. So, was machen die beiden DHs? Die machen hier den Swap auf Skin und Ruhefrau und schaffen ein. Ruhefrau geht hier leider down und schafft es nicht zu überleben. Und natürlich tut mir das jetzt hier im Herzen weh, gerade weil ich eben so einen unglaublichen Fauxpas hatte. Nochmal sorry an Team Wir rasieren Loki, das war absolut nicht gerechtfertigt. Und ich nehme das jetzt einfach hier Ruhe in Frieden vor. Ich nehme das hier auf meine Kappe. Nichtsdestotrotz muss ich Dogecoin jetzt hier den Sieg aus dem Matchpoint geben. Und kommen wir zurück zu dem, was ich vor dem Game Streamer schuld. Ja, 100%. Ist so. Nichtsdestotrotz muss ich das jetzt hier eintragen. Team Dogecoin, Winner aus dem Lower Bracket und somit Finalist des ganzen Tournaments. Und wir werden gleich sehen. Ich bitte beide Teams. Ne, ich gehe jetzt auch gleich nochmal Pipi machen. Geht auch nochmal Pipi machen. Wir spielen nämlich jetzt kein Best of Three mehr. Wir spielen jetzt ein Best of Five. Bedeutet, die Superhelden facen jetzt hier Dogecoin im Finale um den Sieg des heutigen zweiten, ersten 3v3 Tournaments. Mögen noch weitere am heutigen Abend folgen. Gibt es denn noch ein Winner-Interview? Aber mit Cam und so, mit Discord-Call und sowas. War klar, dass Double DH gewinnt gegen Spieler ohne XP. Also, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie die XP bei beiden aussieht, so. Aber nichtsdestotrotz muss man beiden Teams lassen. Sie sind weitergekommen als ich. Also können die ja so schlecht auch nicht sein. So. Ich gehe nochmal Pipi und dann gehen wir gleich rein ins Finale. Wir können hier allerdings schon mal vorbereiten hier. Die richtigen Leute hier auswählen. So, wir sind wieder da. Nächster Cup ist, also wir machen das hier jetzt jeden Samstag und nächsten Cup, beziehungsweise nächstes große Tournament mit Geldpreisen müssen wir mal schauen, dass wir das so gegen Mitte März machen. Werde ich aber auch alles noch auf meinem Discord veröffentlichen, das heißt, Ausrufezeichen Discord in den Chat, dann kannst du joinen, da gibt es einen Eventkanal und da sind immer die Ankündigungen, wann, wie, wo, was stattfindet. Auf jeden Fall 200.000 sind auf jeden Fall schon mal drin. Danke da nochmal an Manchester, der das Ganze gesponsert und die fließen auf jeden Fall im Pott vom nächsten größten Tournament. Ich hoffe, beide Teams sind jetzt bereit und
auch warm an dieser Stelle für das Grand Final. Kleine Änderung, wir haben in den Gruppenentscheidungen spielen wir immer im Best of Three und im Grand Final, was jetzt stattfindet zwischen, lasst mich noch mal gucken, zwischen die Superhelden und Dogecoin gibt es ein Best of Five. So, ich hoffe, beide Teams sind ready. Geht los. Beziehungsweise danach. Also der nächste Cup ist danach. Das heißt, wir spielen jetzt das Grand Final mit Best of Five und dann mache ich eine Gruppe auf, gucken, wie viele wir sind und dann spielen wir 5 gegen 5. So wurde es entschieden. Ja. So. Lasst mich noch mal kurz die beiden Teams vorstellen. Wir haben auf welcher Seite? Auf dieser Seite hier haben wir Team Dogecoin mit Skinhead auf seinem Mistweaver, Achilles DH auf DH und Rex die ebenfalls auf DH. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir niemand geringeren als die Band of Mistweaver, Berserker auf dem DH und Mikashi auf dem Windwalker. Ich wünsche beiden Teams sehr viel Erfolg, sehr viel Glück. Zeigt, was ihr könnt und möge der Bessere gewinnen. Yo, Purzelbaum, vielen Dank fürs Folgen. Herzlich willkommen, lehn dich zurück und genieß das Grand Final. Skin hier wieder gleich getrained von Berserker und Mikashi im Opener und jetzt fällt gerade alles da, ne? Also Team Dogecoin kriegt hier von allen Seiten die Kellen reingeschmissen und Skinhead hat ein wenig Schwierigkeiten hier sein Team zu toppen. Deep End muss hier Cocoon auf sich traden. Wir sehen hier, wir gucken uns kurz die Cooldowns an. Wir haben Darkness von Rex und Berserker. Beide sind schon raus. Cocoon von Deep End. Skin hat noch einen Cocoon ready. Versucht jetzt hier aber erstmal gegen Berserker ohne Cocoon auszukommen. Und Mikashi ist hier gerade im Stun gewesen. Und jetzt kommt der Go. Ne? Beide, Windwalker und DH, sind hier auf der Suche nach einer Kill-Gelegenheit auf Skin. Aber 5 gegen 5, 1 wie 1 oder wie? Nee, wir spielen 5 gegen 5, 2 Heiler, 3 DPS. Skin kriegt hier ein bisschen Abstand zwischen sich und die gegnerischen DPS. Kann sich hier toppen. Mikashi hier low. Muss getoppt werden. Deep End of Cage. Und Rex kriegt hier den Leg Sweep rein. Skin genauso. Und ist es das schon gewesen? Skin droppt hier low. Und der versucht, ne, ohne Scheiß. Skin haut hier aber mal einen raus. Ne? Der versucht hier jetzt wirklich den Cocoon zu saven, für dann, wenn es wirklich notwendig ist. Schafft es hier aber auch gegen Berserker und Mikashi gut durchzuhalten. Jetzt wird der Cocoon getradet und Mikashi droppt hier low. Deep End hier im Kick. Karma ist ab. Nochmal eine Chaos Nova hier auf Deep End. Aber der Cocoon auf der Seite ist schon wieder ready. Und jetzt hat Team Skin fast nichts mehr. Die beiden DHs haben noch Netherwalk, aber Skin hat hier nichts mehr. Und ist es das schon gewesen? Schaffen die es, ihn zu killen? Ach du Scheiße. Oh Junge, es ist so knapp. Es ist so knapp. Da kommt nochmal der Ring und Skin schafft das hier nochmal wegzukommen. Reicht es? Er kriegt sich nochmal auf 50% getoppt. Junge, die chasen ihn und Skin ist wieder voll. Wie close war das denn bitte? Und wir haben hier noch, kein Team hat gewonnen. Wir spielen Best of Five und das, was wir hier sehen, ist schon, Junge, Junge, ist das geil. Das ist kein Mikashi hier. Low. Skin ebenfalls hier. Da kommt der Leg Sweep nochmal Triple DR auf Skin rauf. Der sollte aber eigentlich jetzt fein sein. Mikashi wird hier getoppt. Rex und Achilles. Und ja, beide Monks low an Mana. Deep End hier slightly im Vorteil. Skin hat aber in 5 Sekunden oder 3 wieder Cocoon ready. Achilles low, muss hier Netherwalk traden.
Rex ebenfalls low. Skin ebenfalls low. Und da muss der Cocoon gezogen werden. Da kam die Chaos Nova eine Millisekunde zu spät. Und Mikashi ist tot. Ach du Scheiße, Junge. Wie close war dieses fucking Game denn bitte? Berserker hier. Junge, Junge. Und das sieht nicht gut aus für Team die Superhelden. Also ich glaube, die Runde können wir klar zu Team Dogecoin zählen. Sehr stark gespielt von beiden Teams. Erste Runde. Punkt für Team Dogecoin. Not bad, not bad. Holy fuck, ey. Das war ein schöner Auftakt fürs Finale, ehrlich gesagt. Zweite Runde, Grand Final, geht los. So, Rex. Und da wird der erste Go hier auf Deep End. Der droppt auf 50%, tradet hier gleich am Anfang den Cocoon rein. Mikashi jetzt hier, der Swap Wall gezogen. Rex sehr, sehr low, kann jetzt hier gekillt werden. Incap auf Skin, muss ebenfalls Cocoon traden und jetzt kommt der Swap auf Achilles. Und der droppt auch low, fliegt jetzt hier in die Luft. Also, Junge, hier passiert Damage im Sekundentakt. Und Mikashi droppt auch low. Muss hier Karma trainen plus Darkness. Junge, was ist denn... Was ist hier mit der zweiten Runde denn nicht in Ordnung? Holy fuck, Junge. Die Superhelden versus Dogecoin. Geisteskrank. Deep End hier. 50%. Skin ebenfalls. Also, die Swaps auf dem Heiler sind auf jeden Fall real. Und, ja, die forcen natürlich viel Mana. Deep End hier schon fast bei 50% Mana. Skin steht momentan noch ein bisschen besser da. Aber das kann sich ganz, ganz schnell ändern. Berserker hier. Incap hier auf Skin, Double Incap. Rex low hier. Darkness wird hier geused. Wir sehen hier aber keinen. Doch, da kommt ein Ring. Aber leider zu spät. Mikashi hier, 50% Life Deep End hier im Cage und Incap into Leg Sweep. Und Berserker droppt auch low, muss hier Netherwalk usen. Cocoon ist ready. Ja, Mikashi auch low. Und Berserker, wenn der jetzt hier nicht irgendwas kriegt, der kriegt jetzt hier den Cocoon rein. Zieht aber leider auch das Ei auf sich. Oder war das Rex? I don't know. Einer von denen hat auf jeden Fall das Ei, das Auge gepickt. Bedeutet, ich weiß gar nicht, wie viel Damage Increase das ist. 10, 5%, I don't know. Und geht. Wer geht denn hier down? Wer ist denn das? Ach du Scheiße, Junge. Achilles geht down.
Nice, schöner Ausgleich hier von Team Die Superhelden. Nicht schlecht gemacht. Ausgleich 1-1 hier im Finale. Junge, ihr macht es mir auch... Ihr macht das hier auch spannend, ne? Junge, holy fuck. Was denn das hier? Bin jetzt erst zu Hause. Ey, geil, Junge. Du bist überhaupt nicht... Seitdem du... Nee, das sag ich jetzt nicht. Du bist überhaupt nicht mehr auf dem neuesten Stand, Junge. 18 Uhr jeden Samstag in die Fresse schallern. Wir machen gerade ein Threes-Tournament und sind gerade im Finale. Danach mache ich wieder eine Gruppe auf und dann könnt ihr alle wieder reinqueuen. Und dann spielen wir 5 gegen 5, 3 gegen 3. Wie in die Fresse schallern. Ja, wir schallern hier richtig in die Fresse. So, wie wir es alle mögen. So, wir gehen rein. Dritte Runde Finale, Best of 5. Hier Team Die Superhelden gegen Dogecoin. Yes. Habe mir so krank Filet reingeballert. Oh, nice. Ein schönes Filet da. So ein Map-Pick wäre geil. Du meinst, dass das Verliererteam dann immer Map-Choice hat? Von mir aus können wir gerne so machen ab der nächsten Runde. Ich würde sagen, das Finale jetzt, wo es halt die ganze Zeit schon random ist, lassen wir es so. Und können das gerne zukünftig machen, dass das Team, das als erstes die oder die erste Runde verliert, dann den Pick für die nächste Arena hat. Warum sehen wir nur zwei Klassen, DH und Monk? Ja, das hat sich jetzt irgendwie bei meinen Tournaments so eingeschlichen, dass irgendwie nur noch... Es sind nur zwei Klassen erlaubt. Nee, irgendwie, das ist der Pick. Ne, ich habe versucht, da ein bisschen gegen anzugehen, bin damit auch kläglich gescheitert. Natürlich nach einer erfolgreichen Double Marksman nach einem erfolgreichen Double Marksman Auftakt. Das war sehr schön. Kann man aber nicht jedes Mal spielen. So, dritte Runde, Finale hier. Dogecoin gegen die Superhelden. Achilles. Low Rex. Swap of Rex. Wie auch jeder ein DH hat, ne? Ihr seid alle nicht ganz dicht, ey. Mikashi. Rex muss hier Netherwalk ziehen. Incap hier auf Skin. Oh, zusätzlich noch die Chaos Nova und Rex geht down! Oh mein Gott! Da war das Trinket, saß da nicht ganz so locker, leider. Ah, das hätten die jetzt gebraucht, ne? Oder vielleicht einen anderen Dev-CD. Aber das war auch knapp, ne? Da kam, glaube ich, nochmal nach. Nach Leg Sweep kam da nochmal eine Chaos Nova rein oder so, ne? Falls DH nach AWC genervt wird, siehst du keinen der Fortem Player mehr auf DH. Ja, also, mit Sicherheit, aber die Changes kommen mir leider, die dauern mir zu lange, persönlich. Nicht schlecht hier. Die Superhelden holen den nächsten Win und sind jetzt im Matchpoint. Bedeutet, wenn die jetzt nochmal gewinnen, gewinnen die das heutige Tournament mit 7 Teams. DH is balanced, vertrau mir. Buff FDK. Junge, Buff Survival Hunter, Junge. Quelle, vertrau mir, Brudi. Ja. Oh Mann. Man merkt auf jeden Fall, wir sind uns alle einig, so wie es momentan läuft, läuft es auf jeden Fall in eine ganz, ganz verkehrte Richtung. So, wir gehen rein. Vierte Runde. Grand Final 3v3 Superhelden versus Dogecoin.
Da werden auch wirklich alle Gladimons rausgepackt. Na, hier ist Season 1 zu Season 3. Nice. Ich hätte auch gerne mal eins. Aber bestimmt nicht auf Resto Druid. So, wir gehen rein. Vierte Runde. Team, die Superhelden hier im Matchpoint. Mikashi hier. Deep End wird hier gleich wieder angegangen. Der kann sich hier aber aus der Bedrulle ziehen. Incap hier auf Rex. Schön defensiv gespielt hier. Deep End versucht hier ordentlich Weg zwischen sich und die DPS machen. Und die, aber die lassen nichts anbrennen, ne? Also ich sag dir, das dauert keine 2 Sekunden. Dann kommt wieder der Swap auf Deep End hier, ne? Rex. Down, low hier. Ich wollte schon down sagen. Ach du Scheiße, Karma. Und Cocoon hier overlappt auf Team die Superhelden. Ei, und das sind halt so die Situationen, die können hier das Game kosten. Ne? Aber man sollte sich halt auch nicht auf den 2 Wins, auch wenn man jetzt im Matchpoint ist, drauf ausruhen. Genauso wenig sollte Team Dogecoin das hier auf die leichte Schulter nehmen. Und Berserker geht hier low, muss hier den Netherwalk traden. Mikashi unter 50% und geht down. Ach du Scheiße, und das ist der Ausgleich hier für Team fucking Dogecoin. Es steht jetzt 2-2 und ich sag dir so, wie das ist. Ne? Spannender kann ein Finale nicht aussehen. Junge, Junge. 2. Punkt wird geaddet. Nach 1 Minute 30 Sekunden. Drunk Gull. Und sind beide Teams jetzt bereit für die letzte Runde aus diesem Tournament am heutigen Abend? Matchpoint, beide Gruppen. Wer jetzt gewinnt, der ist der Sieger. Schönes Sydney Engel Team, dafür logge ich ein. Wann Sydney Engel RBG Collab? Ich starte das Wargame. Wir gehen rein ins Finale. Let's fucking go. Beide Teams unverändert. Natürlich, never change a running system. Beide Teams haben sehr, sehr gut performt hier im Finale. Und es sieht auch richtig gut aus. Für beide Teams. Es kann alles passieren. Wir haben jetzt lange Games. Wir haben Mana-Games gehabt. Wir haben schnelle Games gehabt mit perfekt getimten CC. Ah. We will see. Ist das vielleicht ein Win-Trade? Rex dropped too low. Oh.
Achilles. Low und ein Disarm drin. Okay, nice. Skin versucht hier wieder ein bisschen auf Max Range zu kommen. Und jetzt kommt der allseits bekannte Swap hier auf den Heiler. Mikashi hier low, hat die Diffusion an plus Karma getradet, aber zum Glück nicht overlapped. Und Deep End sitzt hier im Silence, muss jetzt aber zusehen, dass er sein Team hier wieder in sicheres Fahrwasser fährt. Oder so. I don't know. Cocoon hier, Skinhead getradet. Mikashi hier low, Deep End muss jetzt hier was machen. Er low, Mikashi low und jetzt kommt der Swap auf Deep End und ist es das gewesen? Nein, kann er noch getoppt werden? Darkness wird getradet, Deep End hier wieder full life. Holy fuck, Junge, das Team, was jetzt gewinnt, gewinnt das ganze Tournament. Junge, Junge, war das knapp und das war fast wieder ein Win-In innerhalb von einer bzw. anderthalb Minuten. Junge, Junge, war das close, Alter. Mikashi hier, Target. Berserker, low. Rex kriegt hier... Oh Gott, ich bin hier stuck. Mikashi, Rex, beide droppen sich hier low. Wir sehen hier die Chaos Nova auf Skin. Der schafft das aber hier, Rex wieder ordentlich zu toppen. Deep End auch in sicherer Position. Swappt jetzt hier sein Gate. Mikashi. Sieht ausgeglichen aus. Hier Cage auf Deep End. Mikashi droppt jetzt low. Oh Junge, ich musste gerade gegen den Gena ankämpfen. Das Team, das jetzt gewinnt, hat gewonnen. Ja, so ist richtig. So, beide Monks wieder Cocoon ready hier. Achilles muss im Cage hocken. Rexley hat den Disarm drin. Mikashi. Wahrscheinlich wird es so ausgesprochen. Ich nenne ihn Mikashi. Der heißt jetzt Mikashi. Mika. Ich nenne ihn Mika, okay? So, Cocoon wird hier getradet von Deep End auf Mika. Berserker wird gleich geswappt. Versucht hier so ein bisschen Abstand zu bringen und er geht down. Und das ist die Entscheidung. Ach du Scheiße. Junge, alter Falter. Was hat Dogecoin denn hier nochmal auf die Beine gestellt? Nicht fucking schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nochmal aus einer defensiven Situation raus, ne? Man muss sagen, die Superhelden haben 2-1 geführt. Und Team Dogecoin holt hier 2 Wins in Folge und haut hier jetzt ein 3-2 rein. Und damit steht es fucking fest. Winner des Tournaments ist kein geringeres als Team Dogecoin. Herzlichen fucking Glückwunsch. Well played an beide Teams, an alle Teams, die heute teilgenommen haben.